Was ich an meinen Bildern mag, ist, dass es nur so aussieht, als seien sie real. Man spürt, dass das, was man sieht, nicht deckungsgleich ist mit der Wahrheit. Nicht vollkommen. Thank you.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jazzfreunde, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zum Jazzfestival in Würzburg. Sie haben soeben einen Auszug aus Rhythm Changes von Gunnar Geise gehört und im ersten Anschein nach war das eine Improvisation für E-Gitarre. Was man dann aber gehört hat, waren eine Unmenge von virtuellen Orchesterinstrumenten und elektronischen Klängen. Meine Aufgabe wird es heute sein, Sie in diese ungewöhnliche und unikale musikalische Welt von Gunnar Geise einzuführen. Und das ist auch kein Zufall, denn ich habe als Philosoph ein genuines Interesse an dieser Art von musikalischen und technologischen Innovationen. Diese Stücke sind für mich auch ein Beleg für eine These, die ich vor 10 Jahren entwickelt habe in dem Buch »Die digitale Revolution der Musik, eine Musikphilosophie«. Und die These lautet, dass wir uns in einem Übergang von einer literalen zu einer digitalen Musikkultur befinden. Ich möchte Ihnen diese Grundidee vorab kurz erläutern, und zwar deswegen, weil Sie gewissermaßen einen Kontext liefern für das, was Sie eben gehört und gesehen haben. Anhand dieses Kontextes werden Sie die Neuartigkeit dessen, was Gunnar Geise hier mit seiner E-Gitarre macht, besser verstehen und auch schätzen können. Nichts ist einfacher, als eine Epoche neu zu definieren oder ein neues Zeitalter auszurufen. Im Prinzip kann man jedes beliebige Ereignis zu einer Epochenzäsur hochstilisieren. In der Musik wären solche Ereignisse zum Beispiel die Erfindung der temperierten Stimmung oder die Erfindung des Notendrucks oder die Einführung der Symphonie als zentraler Gattung der klassischen Musik oder die Erfindung des Grammophons. Zumeist erscheint hier die Bedeutsamkeit des Ereignisses größer, als es tatsächlich ist, und zwar deswegen, weil man offen lässt, worin die Bedeutsamkeit des Ereignisses tatsächlich besteht. Um eine Epochenzäsur beschreiben zu können, benötigt man eine Ebene der Vergleichbarkeit. Also man muss die Epochenzäsur, die man beschreibt, mit einer Epochenzäsur vergleichen können, die es bereits gibt oder die eine gewisse Evidenz bereits besitzt. Und in diesem Sinne, denke ich, kann man eine orale, eine literale und eine digitale Musikkultur unterscheiden. Und dann kann man auch die Bedeutsamkeit dieser Epochenzäsuren abschätzen. Also wenn es heute tatsächlich zu einer Ausbildung einer digitalen Musikkultur kommt, dann ist das vergleichbar mit der Erfindung der Notenschrift durch Guido von Arezzo im 11. Jahrhundert. Also was sich ändert, ist nicht dies oder das, sondern was sich ändert, ist eine tausendjährige Musikkultur. Dieser Transformationsprozess betrifft alle Dimensionen einer Musikkultur zugleich, also die Ebenen der Produktion, der Speicherung, der Verbreitung und der Rezeption von Musik. Ich habe Ihnen hier links 2 dieser Dimensionen ausgewählt, nämlich das primäre Kompositionsmedium und das primäre Wiedergabemedium von Musik, was sich jeweils in diesen verschiedenen Musikepochen stark verändert. Eine orale Musikkultur existierte das gesamte frühe Mittelalter hindurch, und zwar in Gestalt von gregorianischen Chorälen, also von einstimmigen, unbegleiteten Chorgesängen in lateinischer Sprache, die einen wesentlichen Bestandteil des Gottesdienstes in der römisch-katholischen Kirche waren. Und Komponieren bedeutete damals, wenn man diesen Begriff des Komponierens jetzt zurückprojiziert in diese Zeit, als dieser Begriff eigentlich noch gar nicht existierte, ein Kombinieren einzelner Töne zu Melodien, und zwar nach Gehör und im Gesang. Die Choräle mussten mündlich überliefert werden.
Das Speichermedium für Musik war das menschliche Gehirn. Und das menschliche Gehirn war sehr fehleranfällig und vor allen Dingen ließ sich mit diesem Speichermedium eben überhaupt keine musikalische Komplexität aufbauen. Also es gab zum Beispiel keine Mehrstimmigkeit. Die literale Musikkultur setzte mit jener Innovation von Guido Einarezzo ein, mit der Erfindung der Notenschrift mit 4 Notenlinien im Terzabstand und Notenschlüsseln. Zunächst einmal war das als ein Aufschreibesystem gedacht für gregorianische Choräle und die katholische Kirche hatte daran ein besonderes Interesse, weil die gregorianischen Choräle in ihrem Einfluss- und Machtbereich auch in einer identischen Form reproduziert werden sollten, denn sie waren ja vom Heiligen Geist überliefert worden. Mit der Erfindung der Notenschrift setzt eine Evolution ein, eine spezifische Evolution der europäischen Musikkultur. Die Erfindung der Notenschrift hat oder zeitigte, wie alle wesentlichen Erfindungen, nämlich unintendierte Nebenfolgen. Man entdeckte nämlich, und das dauerte noch 100-200 Jahre, dass man mit der Notenschrift nicht nur Musik speichern kann, sondern man kann diese Notenschrift auch dazu benutzen, um zu komponieren. Und damit entstand eben die Möglichkeit der Vielstimmigkeit, aber mit der Vielstimmigkeit entstand auch ein Bedarf für verschiedene Musikinstrumente, mit denen man verschiedene Stimmen belegen konnte. Und so setzte dann auch eine Koevolution zwischen dem Notationssystem, das weiter perfektioniert wurde, und dem Musikinstrumentenbau ein. Und all das kulminierte schließlich in der klassischen Musik des 19. Jahrhunderts, in der klassisch-romantischen Musik und die dann auch einer Leitidee der absoluten Musik folgte. Im 21. Jahrhundert wird diese literale Musikkultur nun von einer digitalen Musikkultur zunächst überformt und dann aber auch abgelöst. Das primäre Medium der Komposition ist auch in der Kunstmusik dann nicht länger das Medium der Noten, sondern das Medium der Samples. Und das primäre Wiedergabemedium sind nicht länger akustische Musikinstrumente, die live gespielt werden, sondern die Musik ertönt zumeist, wie eben gerade, aus Lautsprechern. Die meisten Komponisten von Kunstmusik werden in Zukunft wohl keine Partituren mehr schreiben, sondern Samples manipulieren. So viel die Kurzfassung dieses Geschichtsmodells, das 2 historische Zäsuren besitzt und damit eben 3 historische Epochen unterscheiden kann. Und die entscheidenden Zäsuren sind beide Male die Entdeckung eines neuen Mediums der Komposition. Einmal des Mediums der Noten im 11. Jahrhundert und einmal des Mediums des Samples im 21. Jahrhundert. 3 Ergänzungen möchte ich noch anbringen, zum besseren Verständnis, aber auch um Missverständnisse vorzubeugen. Der erste Punkt ist die Vollständigkeit dieser Entwicklung, dieses Epochenbruch. Von einer neuen Musikkultur kann man nur dann sprechen, wenn dieser Transformationsprozess tatsächlich alle Dimensionen dieser Musikkultur erfasst, also wie gesagt die Produktion, die Rezeption, die Distribution und die Speicherung von Musik. Und insofern müsste man also hier noch in diesem Modell einige Dimensionen anfügen, also zum Beispiel, dass die Musik eben in der oralen Musikkultur im Gedächtnis nur gespeichert werden konnte. In der literalen Musikkultur war es die Notenschrift, war das Speichermedium das Entscheidende. Und in einer digitalen Musikkultur sind es eben digitale Informationen, die Musik speichern. Der zweite Punkt betrifft die Reichweite dieses Kulturwandels. Dieser Kulturwandel muss, wenn er denn stattfindet, tatsächlich alle musikalischen Subkulturen erfassen. Auch die, die am meisten resistent gegenüber der Digitalisierung sind, also die Hochkulturformen der Musik, also die neue Musik oder das Jazz. Das neue Musiksystem hat sich in der letzten Zeit aber noch kaum verändert, obwohl bereits in den 1940er Jahren eigentlich mit dem Medium der Samples komponiert wurde. Die Musik konkret hatte eben schon in den 1940er Jahren mit Tonband-Samples komponiert. Auf die Kunstmusik hatte das aber bislang kaum Auswirkungen. Man komponierte weiterhin im Medium der Notenschrift und für akustische Instrumente.
Dieser Kulturwandel erfasst die neue Musik erst jetzt. Neben der Vollständigkeit und der Reichweite möchte ich aber noch einen dritten Aspekt anbringen, der weniger dem Verständnis als der Vorbeugung von Missverständnissen dient, und zwar den Aspekt der Emergenz. Bei der Ausbildung einer digitalen Musikkultur handelt es sich um ein typisches Emergenzphänomen, das eben aus einer alten Musikkultur auftaucht. Und das heißt eben, dass alle Errungenschaften und Möglichkeiten der alten Musikkultur nicht einfach negiert werden, sondern sie sind in einem hegelischen Sinne in der neuen Musikkultur aufgehoben. Und das heißt eben, sie sind negiert, sie sind aufbewahrt und sie sind höher gehoben. Diese Emergenzen lassen sich dann auch in allen Dimensionen der Musikkultur nachverfolgen und auch in allen musikalischen Parametern. Und hier in diesem Modell habe ich das mit diesen ausgegrauten Begriffen dargestellt und angedeutet. Wenn in einer digitalen Musikkultur dann im Medium des Samples komponiert wird, dann heißt das nicht, dass Komponisten keine Noten mehr schreiben oder schreiben sollten und dass die Musik überhaupt nicht mehr mit akustischen Instrumenten aufgeführt wird. Es ist eher so, dass das Notenschreiben und das Spielen von akustischen Instrumenten in dieser digitalen Musikkultur eingebettet ist. Und zwei Aspekte finde ich da schon heute aufschlussreich. Zum einen komponieren die Komponisten auch nicht mehr mit Bleistift und Papier, sondern sie nutzen Notationsprogramme. Und hier wird die Komposition bereits und wird die Notenschrift bereits als digitale Information abgespeichert, mit der dann eben auch weiter komponiert werden kann. Und ähnlich verhält es sich bei den akustischen Instrumenten. Man kann natürlich weiter und man benutzt weiter akustische Instrumente, aber jedes akustische Instrument ist inzwischen gesampelt und existiert eben auch als virtuelles Instrument. Und das verändert dann eben auch die Musikkultur. Dass die literale Musikkultur in der digitalen Musikkultur aufgehoben ist, heißt aber auch, dass neue musikalische Möglichkeiten entstehen, etwa, dass man ein ganzes Klavierkonzert auf einer E-Gitarre improvisieren kann. So viel zum musikphilosophischen Kontext von Gunnar Geises Improvisationen mit dem Programm Jimmy. Jimmy ist ein Akronym für General Improvisational Meta-Instrument. Und es ist ein Kunstname, der zwei Aspekte miteinander vereint. Es ist ein allgemeines Improvisationssystem, das sich im Prinzip mit jedem beliebigen Musikinstrument spielen lässt. Also nicht nur mit einer Gitarre, sondern eben zum Beispiel auch mit einer Klarinette. Und es ist ein Metainstrument. Das heißt, man kann mit diesem Programm jedes beliebige virtuelle Instrument ansteuern und spielen. Jimmy ist kein neu geschriebenes Programm, sondern es ist eher eine Improvisationsmaschine, die aus verschiedenen verfügbaren Programmen und Algorithmen und Datenbanken zusammengebaut wurde. Jimmy erfüllt drei wesentliche Funktionen. Es führt erstens eine Spektralanalyse des digitalisierten E-Gitarrensignals durch. Aus dieser Spektralanalyse wird benutzt, um dann MIDI-Daten zu generieren, und drittens, wir lassen sich mithilfe dieser MIDI-Daten dann virtuelle Instrumente und Software-Sampler ansteuern, spielen, modifizieren und transformieren. Das eigentlich Spektakuläre an diesem Improvisationssystem ist, dass und wie hier die ansonsten getrennten Prozesse des Improvisierens, des Komponierens und des Programmierens miteinander verschmelzen. Und das wird besonders anschaulich auf der 2020 veröffentlichten CD von Gunnar Geise, Triptych. Auf der CD befindet sich das Stück Rhythm Changes, von dem Sie meines Erachtens jetzt Auszüge gehört haben, und das Piano Concerto, auf das ich mich im Folgenden beziehen möchte, weil es besonders aufschlussreich ist. Bei der Produktion dieser CD gab es nämlich drei verschiedene Arbeitsphasen. Die erste Phase ist eine Präkompositionsphase. Es gibt also eine konzeptionelle Idee, die dann in Szenen gebracht wird. Und
diese Szenen kann man sich in Analogie zu den Filmszenen eben auch vorstellen. Es sind nun aber Musikszenen. Und im vorliegenden Fall leuchtete war die konzeptionelle Idee, dass sich eine Improvisation in der Form und in der Gestalt eines Klavierkonzerts entfalten soll. Und all das findet auf dieser Benutzeroberfläche von Ableton Live statt, die aber in einer besonderen Weise für dieses Improvisieren jetzt spezifiziert wurde. Zum einen wurde dieses Programm mit einer riesigen Datenbank von hunderten verschiedenen virtuellen Instrumenten und gesampelten Klängen ausgestattet. Und zum anderen finden sich hier auch eine Vielzahl von Algorithmen, mit denen sich dann auch musikalische Struktur generieren lässt, also Klangflächen oder Tonhöhenveränderungen oder Loops und so weiter. Sie sehen jetzt hier die entsprechenden Instrumente, die virtuellen Instrumente, die hier abgelegt sind. Also in diesem Fall sind das dann ein Saxophon, Holzbläser, Flöte, Oboe, Klarinette, Piccoloflöte, Kontrabassklarinette, Kontrafagott, Bassflöte, Streichquartett. Und auf der rechten Seite sehen Sie die sogenannten Szenenfolgen. Konkret sind das die Szenenfolgen aus dem zweiten Teil des Klavierkonzertes. Und diese Szenenfolgen sehen Sie hier nochmal in einer vergrößerten Ansicht. Jede einzelne Szene besteht aus einer Vorauswahl von virtuellen Instrumenten und Algorithmen, mit denen diese Instrumente gespielt und dann auch in Echtzeit manipuliert werden. Und bei diesen Szenen handelt es sich also um eine Art digitale Improvisationsschablonen, die so programmiert werden, dass sich mit ihnen ganz bestimmte musikalische Vorstellungen dann auch realisieren lassen. Aber diese musikalischen Ideen sind nicht determiniert, sondern es wird nur ein Improvisationsspielraum für eine konkrete musikalische Idee definiert. Hier sehen Sie gerade die Szene Q angeklickt und das heißt, dass damit auch eine bestimmte Auswahl von virtuellen Instrumenten und Algorithmen getroffen wird, wenn diese Szene angeklickt ist. Diese Szene befindet sich am Anfang des zweiten Satzes des Klavierkonzerts und Geisel hat hier eine Reihe von Experimenten durchgeführt und dabei noch Möglichkeiten gesucht, wie er auf der Gitarre Spektralklänge erzeugen kann. Und schließlich wurden diese Szenen so prästrukturiert, dass einzelne Gitarrentöne zugleich ein Streichquartett, ein Holzbläserquartett und ein Hornquartett triggern können, wobei die einzelnen Instrumente in diesen Quartetten jeweils mit einer geringen Zeitverzögerung einsetzen und entsprechend spektralistisch zu interferieren beginnen. Sie hören jetzt kurz einen kleinen Ausschnitt von dieser Szene Q des Klavierkonzerts aus der CD-Fassung. Der zweite Abschnitt bei dieser CD-Einspielung ist dann die Improvisation selbst. Und diese Improvisation wird also mit Hilfe jeweils präkomponierter Szenenfolgen durchgeführt. Und neben der Gitarre kann man eben auch mit einer Reihe von Geräten die Improvisation beeinflussen. Also es gibt ein Fußpedal für die Lautstärke, es gibt einen Hand-MIDI-Controller. Und mit der Computertastatur wurden zumindest bisher die
einzelnen Szenen getriggert mit per Shortcuts. Und in den zwei Ausschnitten Rhythm Changes und Color by Number, das Sie im Anschluss hören werden an meinen Vortrag, ersetzt inzwischen ein programmierbarer Fußschalter diesen Handcontroller und die Tastatur. Und diesen Fußschalter sehen Sie hier in der Mitte. Man kann, wie gesagt, mit Hilfe von Jimmy die analogen Signale von jedem beliebigen Instrument in MIDI-Daten umwandeln und damit die Datenbank von virtuellen Instrumenten ansteuern. Und deswegen ist es auch ein General, also ein allgemeines Improvisations-Meta-Instrument. Und inzwischen gibt es auch ein Projekt, bei dem ein Klarinettist dieses Klavierkonzert, das Gunnar Geise mit seiner E-Gitarre spielt, auf einer Klarinette einspielen möchte. Die dritte Arbeitsphase bei dieser CD-Produktion würde man im Film eine Postproduktionsphase nennen, aber ich denke, in Bezug auf die Musik ist es besser und adäquater, hier von einer Postkompositionsphase zu sprechen. Diese Postkomposition passiert vorwiegend in dem Arrangementprogramm oder in der Arrangementansicht von Ableton Live, die Sie hier sehen. Geise hat über hunderte oder 200 Improvisationsvarianten von einzelnen Szenen und von einzelnen Szenenfolgen jeweils mitgeschnitten und aufgenommen und aus dieser Materialfülle von Audio-Samples dann die Endversion des Klavierkonzerts kompiliert. Und im Prinzip arbeitet Geise hier nicht anders als wie ein Komponist für elektroakustische Musik. Es gibt also drei Arbeitsphasen, in denen dieses Klavierkonzert auf der CD entstanden ist. Es gibt eine Präkompositionsphase, in denen die Improvisationsschablonen erzeugt wurden. Dann gibt es eine Improvisationsphase, wo mit Hilfe dieser Improvisationsschablonen dann improvisiert wird und das musikalische Material generiert wird. Und es gibt eine Postkompositionsphase, in welcher aus diesem Sample-Material dann diese Endversion hergestellt wird, die dann auf der CD tatsächlich fixiert ist. Rhythm Changes und Piano Concerto, also die beiden Aufnahmen auf der CD, können natürlich auch live aufgeführt werden. Und in solchen Live-Aufführungen fällt dann entsprechend die Postkompositionsphase fort. Meines Erachtens besitzt die CD-Aufnahme aber im Vergleich zur Live-Aufführung eine größere ästhetische Prägnanz, was dann aber auch nicht wirklich verwunderlich ist, wenn man diesen dritten Arbeitsschritt als eine Kompositionsphase versteht. Schließlich erlaubt Jimmy auch ein vollkommen unvermitteltes Improvisieren, also wo es weder eine Prä- noch eine Postkomposition gibt. Und ein Beispiel hierfür sind die Wannsee-Recordings von 2017. Für diese Improvisation gab es keine Szenenfolge und diese Aufnahmen wurden auch nicht nachträglich bearbeitet. Auf der Doppel-CD befinden sich 34 Miniaturen, in denen in erster Linie die Möglichkeiten ausgetestet wurden, mit verschiedenen Ensemblebesetzungen von virtuellen Instrumenten und mit Algorithmen zu improvisieren. Ich möchte Ihnen nun die Nummer 15 auf dieser CD 1 kurz anspielen. Thank you.
Die meisten Stücke sind kurze Stücke von 2 bis 5 Minuten Länge, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass das Improvisieren mit Jimmy über kurz oder lang zu einem Kontrollverlust des Musikers gegenüber seinem Metainstrument führt. Also wenn zu viele Parameter während der Improvisation verändert werden, lässt sich nicht mehr abschätzen, was die Maschine macht, wie das Programm reagiert, und damit wird die ganze Idee des Improvisierens eigentlich ad absurdum geführt. Wenn man Jimmy also direkt als Improvisationsinstrument benutzt, kann man keine großen Formen wie ein Klavierkonzert komponieren. Dies geht nur, wenn man vorab eben Szenenfolgen komponiert, entlang von denen man dann improvisieren kann. Zum Abschluss wird Gunnar Geise einen Auszug aus seinem neuen Stück Color by Numbers spielen. Das ist ein Stück, das auch eine Präkomposition besitzt, und im Vergleich zum Klavierkonzert fehlt diesem Stück aber das Moment des Unspielbaren und des Übermenschlichen. Man könnte das Stück also im Prinzip ausnotieren und von einem realen Orchester spielen lassen. Und das war eben eigentlich auch das Konzept dieses Stückes, dass sich jeder Klang real spielen lässt und dennoch alles, was man hört, vollkommen künstlich ist. Damit bin ich am Ende meiner kleinen Einführung in Gunnar Geises Improvisation, und diese Einführung war eben zugleich auch eine Kontextualisierung dieser Musik. Für mich sind diese Improvisationen und CD-Einspielungen auch ein Paradebeispiel für den Wandel unserer literalen in eine digitale Musikkultur. Und wenn Sie jetzt Color by Numbers hören, dann hören Sie auch ein Stück weit in die Zukunft dieser digitalen Musikkultur hinein. Vielen Dank. Thank you.
Thank you.
Thank you.